Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, die Kampagne Teil 39. Wir versuchen uns weiter auszubreiten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, dieses New Horizon. Ich sehe immer mehr davon und es gefällt mir immer besser und ich bin fast dabei, Russisch zu lernen. Aber, ja, ich glaube, das wird ein wahnsinnig gutes Spiel. Das einzige Problem ist, ich bin nicht sicher, ob sie alles, was sie da quasi reinpacken, auch in das neue Masters of the Broken Worlds übernehmen. Es wäre natürlich toll, ne? Ach du Schande. Der macht das hauptberuflich, das war nicht zu übersehen. Oh, yeah, das war nicht gut. Der weiß auf jeden Fall, was er tut. Sehr zu meinem Leidwesen. Sehr, sehr zu meinem Leidwesen. Dieser Bogenschütze hier ist definitiv ein Meister seines Fachs, ja. Double Shot. Und selbst im Wald, ich meine, guckt euch an, was der meinen Schaden macht. Ich meine, der hat es gelernt. Immerhin ist er jetzt erstmal aus der Puste, und zwar gehörig. Sehr zu unserer Freude. Wir bleiben hier am Ball und heilen uns. Wir sind jetzt nicht übermütig und rücken irgendwie unbedacht vor. Das hat uns das letzte Mal den Sieg gekostet. Und wir müssen einfach, wir müssen mehr lernen, hinten zu bleiben. So, unsere Vorteile zu nutzen und die vom Gegner zunichte zu machen. Jetzt kriegen wir aber ganz schön Feuer, wenn ich das mal sagen darf. So. Jetzt ist Zeit für some Action. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass da nicht jeder Hirbel an uns rankommt. So. Wir versuchen es jetzt mal mit weniger offensivem Vorgehen. Schauen wir mal, ob es was bringt. Vor allen Dingen müssen wir gucken, dass wir nicht so viel Schaden kriegen, weil das können wir irgendwie nicht ausgleichen. Der hat sich ziemlich erschöpft. Das ist gut für uns, schlecht für ihn. Das Hauptproblem kommt langsam aber sicher hier an. Und darum werden wir uns kümmern müssen. Aber wir tun unser Bestes. Was anderes, denke ich, kann man von uns auch gar nicht erwarten. So. Und auch das ist geregelt. Jetzt hoffen wir, dass dieser junge Mann mit seinem Schild und seinem Schwert kein Force March hat. Sonst könnten wir nämlich hier extrem in Schwierigkeiten geraten. Es dürfte so schon eng werden. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein bisschen Land gewinnen. Oh, das ist ja böse, was hier abläuft. Das finde ich ja mal total hinterhältig. So, wir verpassen uns hier mal eine Heilung. Damit es nicht mehr ganz so übel aussieht. Der hat noch 7 Lebenspunkte. Es wird langsam eng. Auch das ist uns klar. So. Wir kämpfen hier oben weiter. Ja, es wird langsam eng. Wir sind zwar mobiler als er, aber das hilft uns im Moment gar nicht so viel, wie wir denken. So. Der hier hat noch 3 Lebenspunkte, das ist ein echtes Trauerspiel. Der hier kommt gar nicht mehr so weit zurück, wie uns lieb wäre, und wir können uns nicht mehr heilen. Jetzt müssen wir den Angriff einfach irgendwie wegstecken. Frag mich nicht, wie wir das machen. Oh, nee.
Ja, gut, es war eh raus. Okay. War ein netter Versuch. Ich finde, wir haben uns gar nicht schlecht gehalten. Wir müssen es irgendwie schaffen. Die Frage ist, wie? Gibt es irgendwas, was wir optimieren können? Ich würde jetzt auf Anhieb nichts sehen, außer dass wir uns vielleicht den Bogenschützen als allererstes vom Hals schaffen. Die Frage ist, wie wir das machen. Weil der steht ja oben auf dem Berg. Und wir brauchen ja ein bisschen Raum zum Manövrieren. Okay, das hat schon mal nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Immerhin ist der gute Mann jetzt mal so angeschlagen, dass er nicht mehr in der Lage ist, so entsetzlich viel Schaden zu verursachen. Hoffe ich jetzt mal. Ja, er ist schon ziemlich geschwächt, das muss man zugeben. Wir haben natürlich wie immer vergessen, uns adäquat zu heilen. Wir hätten ihn töten sollen. Okay, jetzt kommt die ganze Bande wieder in unsere Richtung. Das war abzusehen. Jetzt ist die Frage, was wir daraus machen. Das Beste ist, wir fangen an, den Jungs hier mal richtig gediegen Zunder zu geben. Zwar so, dass es wirklich, wirklich weh tut. So. Unser Mann kommt dann hinten auf den Berg. Wird sich dann erstmal gediegene Heilung reinpfeifen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Speerwerferei geht mir sowas von auf den Sack. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Was. So, sieht doch schon besser aus. Ja, das war nicht nett, aber oh, ein Schaden ist natürlich sehr, sehr, sehr golden. So. Wir machen einen Schritt hierher und heilen ihn. Warum gehen wir hier hin? Ganz einfach, weil wir ihn schützen müssen. So. Das ist jetzt sehr schlecht für uns. Das könnte wieder das Ende unseres tapferen Recken hier vorne bedeuten. So, als allererstes verschaffen wir jetzt mal unsere beschädigten Truppen nach hinten. So. Lebenspunkte hat er noch 4. Sehr schön. Endlich klappt mal was. Obwohl das jetzt echt dumm war, weil jetzt können sie den nämlich erschießen. Und ich habe die schwere Befürchtung, dass die dazu durchaus noch in der Lage sind. Zum Glück schießen sie auf jemand anders. Oh Mann, hier kämpft man echt mit Resten gegen Reste. Man kann es nicht anders ausdrücken. So. Wir erschießen ihn. Wir heilen ihn. Er zieht sich mal. Oh, wir kommen gar nicht so weit weg. Wir gerne wegwülten.
8. Schaden macht er 4. Gegenschlag 6. Dann machen wir besser mal gar nichts. Und hoffen darauf, dass wir das irgendwie überstehen. Was wir tun. Oh, jetzt können wir uns natürlich nicht mehr heilen. Und wir sind so am Ende, dass wir gar nicht mehr so viele Möglichkeiten haben. So, er ruht euch aus. Du machst mal einen Schritt nach vorne, du gehst mal hier hin. Vorne. Du rusch dich aus. Du könntest mal hier was vom Stapel lassen. Genau, sehr schön, da war es nur noch einer. Und gewonnen! Hat einer von euch noch dran geglaubt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr habt mich alle schon erledigt gesehen. War ich aber nicht. Ich hab's noch gerissen. So, wir sind dermaßen übel angefräst, in jedwedlicher Hinsicht, dass wir dringend mal Pfeile tauschen sollten und uns vielleicht ein kleines Wunder aus den Rippen schneiden. Nein, können wir nicht. Können wir irgendwas anderes Produktives beitragen? Nein, können wir auch nicht. Was haben wir hier? Zentauren schaffen wir nicht, Lizardmen schaffen wir nicht, Nomadensteppen schaffen wir nicht. Dann machen wir eine Runde rumsuchen und hier auch. Und warten auf eine richtig gute Idee. Free Settlement, Brigand Outlaws, Land of the Dead, Norman Steppers, Lizard Man, Centaurs. Wie sehen wir denn gerade aus? Ja, eigentlich sehen wir gar nicht so schlecht aus. Ich meine, wir sehen natürlich nicht gut genug aus, um uns mit Zentauren anzulegen. Aber Lizards, wenn sie jetzt nicht so furchtbar stark sind, wären durchaus eine Option. Oder das Land of the Dead, weil das könnte man frisch besiedeln. Spürt ihr, was ich denke? So. Dann lassen wir sie mal kommen. Und heilen uns natürlich entsprechend. Land of the Dead ist immer sehr gefährlich, weil ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal gegen Ghosts gekämpft hat. Ghosts sind so interessante Kreaturen, die in der Lage sind, einen Schaden zu verursachen, dass euch Angst und Bange wird. Aber nicht deswegen heißen sie Ghosts, sondern sie heißen deswegen Ghosts, weil sie in der Lage sind, die meisten Schadenarten, nämlich Nahkampf und Fernkampf, mit einer Verteidigung von 40 und 6, 40 und 20 zu belegen. Das heißt, ihr macht so gut wie gar keinen Schaden. Also so im Sinne von gar nichts. So. Der wird jetzt hier angreifen, das lässt sich aber nicht verhindern, es sei denn, ich mache vorher einen Gegenschlag. Dann kriege ich aber von denen hier eine gebacken, was ich nicht will. Ja, das Skelett hat definitiv seine Hausaufgaben gemacht. Das kann man nicht anders ausdrücken. Macht uns aber jetzt nicht gar so viel, weil jetzt sind wir am Zug. Und wir haben ja unsere Hausaufgaben auch gemacht. Wir heilen uns noch eine Runde, damit wir bereit sind für den alles vernichtenden Schlag. Und dann würde ich sagen, auf sie mit Gebrüll. Ja, das tut weh, ist aber noch im Rahmen dessen, was wir verkraften können. Das ist jetzt nicht ganz so schön, aber auch das können wir wegstecken. Zumal wir kleinere Schäden vor Ort beheben können. Und auch damit haben wir es wieder geschafft. Sehr schön, sehr fein. Wir gucken, dass wir aufwachsen. Free Settlement. Das hier sieht ganz gut aus. Wir haben gerade ein wahnsinniges Minuseinkommen, wahrscheinlich durch diese enorme Armee, die wir angesammelt haben. Wir können mal kurz einen Blick werfen. Ja,
Unser Armeeunterhalt ist bastardhaft hoch. Dabei verwenden wir gar keine Söldner. 1, 2, 3. Okay, wir geben allein 60, Goldstücke jede Runde nur für Barbaren aus. Mehr sogar. Das ist hart, aber da müssen wir durch. Ein Hügel. Ich mag Hügel. Gehört, dass Napoleon auch eine Schwäche für Hügel hatte. Nicht, dass ich mich jetzt direkt mit Napoleon vergleichen würde, aber ihr wisst, was ich meine. Hügel sind einfach des Feldherren Freund. Gott, bin ich blöd. Wo kriegt man eigentlich solche Bogenschützen her? Unglaublich, sage ich euch, Freunde. Unglaublich. So. Also vom Prinzip her nicht blöd. Warten wir mal, dass der von seinem komischen Hügel runterkommt. Und in der Zeit erfreuen wir ihn mit allerlei Nettigkeiten in pfeilförmiger Form. Und dann bringen wir dir gleich mal bei, was wir nicht mögen. Nämlich Leute, die sinnlos mit Pfeilen um sich schießen. Junger Vater, sind diese Bogenschützen gut. Könnte fast in Erwägung ziehen, sich ein Packen davon zu besorgen. Ich habe das in der Anfangsphase mal gemacht, mir so Bogenschützen als allererstes zuzulegen, obwohl das irre teuer ist, ja. Ist überhaupt kein Spaß. Einziges Problem ist, die sterben relativ schnell. Und gegen richtige Bogenschützen, wie zum Beispiel Elfen-USW, haben sie einfach keine Chance. Ja, da gehen sie einfach ein. So, erwäng Heilung. Du wirst. Ich glaube, du wirst da gebraucht. Ihr könntet das echt mal lassen, immer auf meinen Helden zu schlagen. Ich meine, es hat natürlich seine Vorteile, sondern auf meinen Helden schlagen, schlagt ihr auf jemanden, der es wirklich eine Weile aushält. Auf der anderen Seite bin ich natürlich kein Freund von sowas. Das hier oben wird ein recht interessanter Kampf werden. Wer wird gewinnen, der Zivilisierte oder der Unzivilisierte? Bis jetzt sieht es sehr nach dem Zivilisierten aus. Nach dem Unzivilisierten. So. Schaden macht er hier bei weitem nicht genug nach meiner Schätzung. Einziges Problem ist jetzt natürlich, dass die anfangen könnten, ihre komischen Speere zu werfen. Wovon ich natürlich überhaupt kein Freund bin. Ja, genau das. No, Kinder des Lichts. Kann das wahr sein? Kann man das so oft verbocken, wie ich das gerade tue? Also gut, wir machen noch einen Anlauf. So vom Prinzip her standen wir ja nicht schlecht. Aber diesmal lassen wir einen hier unten. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was von der feindlichen Armee abziehen können. Und dann schauen wir mal, was die so treiben.
Boah, guckt euch das an. Der Typ ist halb tot und weiß immer noch, wie man einen Bogen spannt. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. So. Das war abzusehen. Das war sehr schön. Jetzt hast du nämlich deinen Speer verschwendet und da stehe ich total drauf. Für Leute, die ihre Speere verschwenden. So. Berserker, Rage, oh please. Bitte. Damit könntet ihr jetzt echt mal langsam aufhören. Das sieht immer noch nicht berauschend aus. Bam, bam hier. Ja, ich habe einen Gruppenplan, was wir machen. Wir machen einmal so. Wir machen einmal so. Wir bewegen uns hier hin. Er bewegt sich dahin. Er heilt ihn. Er bewegt sich hier hin. Und er schießt. Den da. Semi-toll, aber was will man machen? Ja, da hat der Bogenschütze doch immerhin auch mal jemanden umgebracht. Man wagte es ja nicht mehr zu hoffen. Das war jetzt überhaupt nicht nett. Oh, Kinder. Ist es denn die Möglichkeit? Ich hab's verstanden. Ein harter Kampf. Hier wird nichts geschenkt. Gibt es denn irgendwas anderes, was wir stilvoll angreifen können, was vielleicht nicht ganz so fürchterlich abgeht? Hinten gibt es immerhin 10 Gold. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ne, wisst ihr was? Wir laufen nach Hause. Eine Runde. Und wir können uns gar nicht reparieren. Gott, sind wir blöd. Nein, ihr nicht, natürlich. Ich? Ich ganz allein? Wow. Wahnsinnsgelände. Hier kann ich ja taktisch alles geben. Wirklich. Das fängt ja super an. Bitten, dass der jetzt wieder so ein Zweifachschuss-Fritze ist. Ja, war ja klar. Nee, nee, nee. Ja, genau, wirfen wir halt einen Stein am Kopf für 4. Was war denn das bitte für ein Stein? Kriegt man denn bitte solche Steine her? Ja, genau. Ihr macht mich doch alle Freunde der Nacht. Vielleicht sollte man um 7:30 Uhr morgens noch keine Let's Plays aufnehmen. Vielleicht sollte man erst warten, bis der Geist so weit gereift ist,
Also jetzt nicht im Alter, sondern im Verlauf des Tages meine ich jetzt, dass man hier mal was reißen kann. Wisst ihr was? White Pegasi? Wäre das vielleicht eine Idee? Wie viele sind das denn? Drei. Drei ist schon ganz schön viel. Pegasi sind sehr fähige Kreaturen, wenn ich das mal sagen darf. Muss ich hier gar nicht sagen, seht ihr ja. Aber seid ehrlich, da bleibt kein Auge trocken, oder? Ja, aber ich denke, wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Das ist also auch keine Option. Und dann denke ich, sehe ich euch das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Eidos Genesis die Kampagne. Und dann habe ich garantiert irgendeine fantastisch tolle Idee, was wir als nächstes machen, wo wir nicht so grässlich einfahren, wie wir es gerade die letzten vier Versuche gemacht haben. Okay, dann bedanke ich mich. Tschüss.